Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag der Regierungsfraktion ist besonders langweilig zu lesen, enthält er doch nichts Neues, was das Land Mecklenburg-Vorpommern besonders voranbringen könnte. Stattdessen finden sich nichtssagende Floskeln, wie wichtig die große Vielfalt der Jugendfreiwilligendienste im Bereich des Freiwilligen Sozialen Jahres und des Freiwilligen Ökologischen Jahres als unverzichtbarer Teil des gemeindewohlorientierten bürgerschaftlichen Engagements in Mecklenburg-Vorpommern sei. So weit, so gut. Noch lächerlicher wird es aber, wenn der Landesregierung für die kaum spürbaren Anstrengungen parlamentarisch auf die Schulter geklopft werden soll. Interessant wäre doch, welche besonderen Anstrengungen die Landesregierung tatsächlich unternommen hat, um die Angebote weiter auszubauen. Nach dem Beifallklatschen muss die Landesregierung dann allerdings erst aufgefordert werden, etwas zu tun, nämlich sich auf Bundesebene für die Erhöhung der Bundesmittel einzusetzen. Ein Ansehen, welches einzeln betrachtet durchaus unterstützenswert ist, aber im Zusammenhang mit einem Schaufensterantrag, wie Sie ihn hier wieder einmal vorgelegt haben, hat das Ganze einen faden Beigeschmack. Der von Ihnen geforderte Bericht zur gegenwärtigen Situation der Jugendfreiwilligendienste in Mecklenburg-Vorpommern sollte selbstverständlich sein. Schließlich unterstützt das Land diese Maßnahmen mit Steuermitteln. Und die Landesregierung sollte daher auch über die Entwicklung der Jugendfreiwilligendienste und über die Verwendung der Mittel berichten. Dadurch, dass das freiwillige soziale Jahr über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert wird, ist von dieser Stelle die Finanzierung bis ins Jahr 2013 gesichert. Interessant wäre daher zu erfahren, wie sich die Landesregierung die Zukunft des FSJ nach dem Jahr 2013 vorstellt und welche Anstrengungen sie unternehmen will, um die Jugendfreiwilligendienste dauerhaft mit den notwendigen Finanzmitteln auszustatten. Neben den offiziellen Jugendfreiwilligendiensten gibt es auch noch verschiedene private Initiativen, beispielsweise das Freiwillige Landjahr. Diese Initiative erfahren einen stetigen wachsenden Zuspruch, da beispielsweise das Freiwillige Ökologische Jahr nicht mehr die Ausrichtung auf ökologische Produkte hat, sondern seit Jahren schon zur politischen Indoktrination missbraucht wird. Nicht umsonst taucht es immer wieder im Zusammenhang mit dem Landesprogramm zur Bekämpfung der nationalen Opposition auf, welches Sie Landesprogramm Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken nennen. Mit dem Freiwilligen Landjahr hingegen erhalten die jungen Leute einen ganzheitlichen Einblick in das Leben und in die Arbeit der Bauern, auch weil sie in der Zeit des Landjahres in der Bauernfamilie leben und in alle Belange einbezogen werden. Das schließt die Kinderbetreuung und Arbeit im Haushalt mit ein, wobei die Erfahrungen in der praktischen Landarbeit nicht zu kurz kommen. Der Großteil der Bauern, die das Freiwillige Landjahr anbieten, wirtschaften ökologisch und ermöglichen damit auch das Erhalten eines geschlossenen Kreislaufes. Die Teilnehmer erfahren die Natur als Wert an sich, aber auch die Verantwortlichkeit des Menschen für die Natur und deren Schutz, ganz ohne öffentliche Steuermittel. Deshalb bin ich auch schon auf den Bericht der Landesregierung gespannt, der ja durch ihre Mehrheit im Landtag zum Ende des Jahres vorliegen wird. Der Bericht ist auch aus unserer Sicht notwendig, damit Klarheit darüber herrscht, wie Steuermittel eingesetzt wurden und welche Werthaltigkeit die verschiedenen Projekte hatten. Wir stimmen daher dem Antrag zu, allerdings ohne der Landesregierung im Vorfeld Beifall zu klatschen.